Eigentlich zählen Schnecken zum Gartenfeind Nummer 1, doch für die kleine Romy aus Gelsenkirchen sind sie echte Seelentröster. Die Neunjährige hat vor 5 Jahren ihren geliebten Großvater verloren. Da brach für das zarte Mädchen eine Welt zusammen. Seit sie mit ihrer Mutter einen Trauertherapeuten aufsucht, verlässt Romy langsam buchstäblich ihr persönliches Schneckenhaus. Hallo, mein Name ist Frank Weber. Ich bin Trauerbegleiter für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in tiergestützter Intervention und Therapie. Mit meinem Kriseninterventionsteam sorge ich dafür, dass die Schnecken Kinder fürchterlich entschleunigen. Sie richten den Fokus nach innen und es fällt ihnen viel leichter, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Für Romy bedeutet der Besuch bei den Schnecken Trost. Obwohl Schnecken langsam und schleimig sind, gelten sie mit ihrer Art als echte Seelentherapie. Romy kann die Schnecken streicheln, füttern und muss dennoch verantwortungsvoll mit ihnen umgehen. Die Tiere von Herrn Weber sind afrikanische Riesenschnecken. Sie werden 30 cm groß und die Auswilderung dieser Tiere ist in Deutschland verboten. Weil wenn die 30 cm ausgewachsen ist, braucht sie eine komplette Gurke am Tag. Und das kann zu einer echten Plage werden. Besonders auf den nächsten Besuch freut sich Romy sehr, denn dann werden die Schnecken geduscht. Das lieben die Tiere und ist auch für kleine Kinder ein unterhaltsames und spaßiges Tierabenteuer. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.